Während sich der Schatten Saurons über das Land senkt, müssen Eomer und seine Reiter die Dörfer Rohans verteidigen. Okay, das geht dann also auch abwechselnd. Wir dürfen uns jetzt ein Gebiet aussuchen, welches wir mit den Rohirrim, bei den 10 Rohirrim und Eomer dabei sind, also dieser kleine Stoßtrupp quasi, welches wir verteidigen wollen. Eigentlich ist es wurscht, da ich auch hier natürlich alle Länder machen werde. Die Reihenfolge ist da aber zumindest am Anfang recht wichtig. Hat ein bisschen was mit Taktik zu tun, ob ich mich jetzt auf die Spezialfähigkeiten verlasse und lieber darauf setze oder auf die Kommandopunkte oder auf die Rohstoffe. Tja, alles drei super wichtig, aber alles drei kann man leider auch nicht auf einmal kriegen. Wir nehmen... Dr. Oetker. Nein. Apropos Taktik. Ich suche mir jetzt einfach eins aus. Nein. Ich nehme, denke ich, die 20 Kommandopunkte. Und danach die Rohstoffe, theoretisch. Rohan liegt im Zentrum Mittelerdes. Immer schon war das Land der Pferdeherren umkämpft, doch nun sehnen sich die Menschen Rohans nach Frieden und Freiheit. Ja, so wie Frankfurt am Main ist, auch liegt im Herzen Deutschlands. Der Krieg ist nah. Jeder fähige Mann sollte zur Verteidigung Rohans bereitstehen. Wir müssen unser Land verteidigen. So, was haben wir hier für Mission? Zerstöre alle Lager des Bösen. Natürlich befestige die zerstörten Türme mit Bogenschützen, steigen mit Eomer ein Level auf. Gut, eine davon werden wir schaffen, eine andere nicht. In diesem Land sind Mächte am Werk, die unseren König verzweifeln lassen. Oh ja, die Herrscher holen wir noch dazu. Das ist gut. Und wir holen uns natürlich... Oh, neue Bilder, die kenne ich auch noch nicht. Also wir haben einen Rohan-Gehöft. Liefert Nahrungsmittel, erschafft Bauern, geringe Kavalleriekosten. Rohan-Kaserne trainiert Freisassen, Soldaten, Axtkrieger und die Wächter der Goldenen Halle. Rohan-Brunnen. Einheiten in der Nähe des Brunnen werden geheilt, wenn sie nicht angegriffen werden. Rohan-Statue, Führerschaftbonus für umliegende Truppen, Heldenkosten werden gesenkt. 50% Rüstung und 100% Erfahrung. Und die Stallung trainiert Rohirrim Krieger, Rohirrim Bogenschützen und die königliche Garde. Wir waren natürlich erstmal eingehöft. Das ist auch die einzige Möglichkeit, überhaupt an Rohstoffe zu kommen. Dementsprechend machen wir das auch hier. Und hier befestigen wir natürlich so weit wie möglich erstmal alles. So, die Rohstoffe haben wir dann schon wieder nicht. So, genau. Und Reiter der Mark, was hat er hier? Feuerfuß... Rüstungsbonus gegen Fußsoldaten, Kavallerie, auf- und absitzen, okay. Marschall der Mark, immer verletzt seinen Rohirrim und Rohirrim Bogenschützen, 100% Schaden, eine passive Fähigkeit. Ja, und wir reiten jetzt erstmal durch die Gegend und gucken uns ein bisschen um. Beeilen wir uns! Ja! Wir reiten! Finden wir hier vielleicht ein paar Bauern. Diese Kreaturen müssen vernichtet werden! Welche? Die hier. Beeilen wir uns! Da sind noch mehr! Ja, hier ist jetzt der Vorteil bei den Rohirrim. Wir können einfach über die drüber reiten. Der Feind ist unter uns, Männer! Sag, lass zu! Oh, und hier kommt schon der andere Feind, über den wir auch einfach mal drüber reiten. Sag, lass zu! Reihe neu bilden! Ja, Reihe neu bilden, so. Fordert dieses Land zurück für den König. Und in der ersten Mission machen wir das natürlich wie bei dem Bösen auch. Wir bauen uns erstmal eine Truppe auf, mit der wir dann schön von Mission zu Mission ziehen können. Das heißt, wir bauen uns ein paar Stallungen und nichts. Und Kasernen. Ich weiß nicht, ob ich Fußsoldaten wirklich haben möchte. Ich glaube, mit den Rohirrim ist man am besten erstmal zu Pferd. Also da brauche ich die anderen erstmal nicht, theoretisch. Genau, und die Statue und sowas, das brauche ich auch alles nicht. Totaler Humbug eigentlich, dass da
bauen zu können. Irgendwo im Nirgendwo wäre praktischer, aber das geht ja erst ab dem zweiten Teil. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Genau, wir können die Stallungen nutzen. Was haben wir denn hier unten dabei? Wir haben Rohirrim und Rohirrim. Wir haben ein neues Gehöft. Das heißt, so werden wir das auch fortsetzen. Wir machen also zwei davon, also immer zwei Krieger und einmal Bogenschützen. Immer abwechselnd. Hat er jetzt hier ein paar Punkte mitgenommen? Ja, hat er. So ein bisschen zumindest. So. Die Krieger kriegen, könnten wir zuerst kriegen, aber wir gucken erstmal, dass wir Bogenschützen auch kriegen. So, genau. Wir müssen unser Land verteidigen. Richtig. Da wir nichts zum... Ja, das ist der Nachteil. Bei den Guten haben wir jetzt nicht das liebgewonnene Auge, mit dem man dann einfach mal so durch die Karte gucken kann. Na, was haben wir denn hier so und was ist da denn? Ach, guck mal, da ist der Gegner schon und so. Das haben wir hier nicht. Hier müssen wir alles zu Fuß erkunden. Haben wir schon? Ah. Unsere Truppen werden angegriffen! Verteidigt dieses Land! Ich kann auch mit dieser geringen Truppe quasi... Er ist schon aufgestiegen. Was hat er jetzt noch? Orkjäger. Verbündete Einheiten in der Nähe erhalten für jeden besiegten Gegner und jedes zerstörte Gebäude Rohstoffe. Ah, den Bonus hat er also auch. Das ist ja nett. Das ist sehr gut zu wissen. So, bei dem muss man immer aufpassen. So. Und wir reißen jetzt erstmal die Ork-Grube rein, damit da nicht noch mehr rauskommen. So, die haben wir schon mal. Dann machen wir hier wieder zwei so. Rohirrim! Abscheuliche Kreaturen! Rückzug! So, dann seht ihr auch mal, wie der Heilungseffekt dann aussieht. Ja, schlagt hier mal gerade schnell zu. Wir halten den Gegner jetzt natürlich ein bisschen hin. Weil wir wollen ja da hinten noch die, die Armee aufbauen. Genau, da kommen jetzt erstmal die beiden wieder. Was haben wir denn hier so für Kommandeurspunkte? 20, okay, das passt. Das ist nicht weiter tragisch. So, danach nochmal einmal Bogenschützen. Haltet eure Stellungen! So, die Zitadelle reißen wir natürlich ein, damit er sowas nicht machen kann. Nämlich nochmal was neu aufbauen. So, dann reißen wir als erstes mal die Fleischerei hier ein, das Schlachthaus. Und ein Gebäude lassen wir aber stehen. Da kriegt er zwar theoretisch immer noch Rohstoffe, jetzt kann man da sagen, was man will. Aber das ist erstmal die beste Taktik. So kann man dann, hat man schon mal einen ganzen Trupp an Leute. Sie haben uns schon zu lange verspottet. Kann die Karten schön leer machen. So, und dann... Dann kommt ihr mal wieder hier. So, dass ihr mir auch ja nichts angreift. Ja? Brav. So. Wir haben die Stallungen verbessert, okay. Geht das jetzt schneller? Ja, Bautempo ist um 25% erhöht und ab Rang 3 sogar um 50%. So. Das heißt, wir sollten eigentlich eine relativ gerade Zahl der Armee hinbekommen. Relativ. Wir haben jetzt zweimal Bogenschützen. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Und dann kommen jetzt nochmal zweimal Rohirrim Krieger und einmal Bogenschütze.
Das sollten dann 60 sein. 20, 40, 60, ja. Und theoretisch haben wir 120. Es sind nur schon unten 4 Einheiten gestorben, die jetzt erstmal wieder hergestellt werden müssen. 20, ja. Dann sind wir bei 180. Ist schon spät, ich brauche da gerade einen Moment erst. Und dann haben wir... Hätten wir noch Platz für eine Einheit. Wir sind bereit zu kämpfen. Genau, so. Ja, ich denke, das machen wir jetzt. Das dauert jetzt zwar einen Moment, wir können theoretisch... Unser Land versinkt im Schatten. Können wir mal so ein bisschen durch die Gegend latschen. Und gucken. Folgt mir. Wir reiten. Verteidigt dieses Land. Einfach mal gucken, was es hier noch so gibt. Hier ist nochmal so ein Gehöft. So eine Siedlung. Dies ist unsere Stunde. Oh, die Säcke haben das ja eingerissen. Der Feind ist unter wir uns, reiten. Männer. Wir sind bereit zu kämpfen. Folgt mir. Naja, pass mal auf. Das bauen wir gerade noch mal auf. Na, ach, bleib doch da. Ja, ich will hier das Gehöft bauen. So. Jetzt dürft ihr gerne mit einreißen. So, noch ein paar Rohstoffe mitgenommen. Das können wir jetzt auch nochmal heilen, dann kommen auch nochmal ein paar Einheiten zurück. So. Ach halt, da stehen Bauern. Halt, halt, halt. Die nehme ich gleich mit. Ich will erstmal... Genau, jetzt haben wir quasi 180 und jetzt kommen noch einmal... Komm, packen wir noch einmal Bogenschützen drauf. Dann haben wir davon 4. Das ist eine gute Zahl. Und dann dürfte das passen. Und dann holen wir uns noch die Bauern und dann... gucken wir uns noch den Rest der Karte an. Theoretisch können wir das mit denen ja schon mal machen. Brechen wir auf! Hier ist auch nochmal eine Siedlung. Hatten wir die Aufgabe, Siedlung zu bauen? Nö, aber gut. Gibt's dann später irgendwann die Aufgabe. Ja! Mutig voran! Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Hier sind auch nochmal Bauern. Und so, genau, die sind jetzt da. Dann können wir jetzt theoretisch... Die Rohirrim kommen zurück, dann gibt es noch Hoffnung. Genau. Haltet die Augen offen. Und ihr dürft auch nochmal hier hin. Wir werden an eurer Seite gegen diese Kreaturen kämpfen. So. Lasst uns Orks jagen! Na. So, das wollte ich doch. So, und dann gucken wir noch mal. Na, wo ist denn jetzt meine Anzeige? Da ist sie wieder, wo sie hingehört. Ja. Also das war meine Anzeige für die Aufnahme, damit ich weiß, dass er auch noch aufnimmt. So, aufgebaut hat er hier nichts mehr. Jagt sie aus diesem Land. Wir haben die Truppen bekommen, die wir wollten und greifen jetzt natürlich noch mal an. Das sollte jetzt ganz flugs gehen. Aber so ist das bei den ersten Missionen ist das so, man muss sich erstmal was aufbauen, damit die Mission danach auch flugs überhaupt gehen. So. Wir haben sie niedergeworfen. Genau. Gewonnen. Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besingen. Ja, richtig. Haben die auch mal was zu tun, endlich, ne? Ich möchte singen. So,
Ein Bonusziel haben wir natürlich nicht erreicht. Habe ich ja vorher schon gesagt, dass wir das nicht machen. So. Und wir haben einen schönen Sieg davon getragen und 20 Kommandopunkte erhalten. Ja, jetzt könnten wir hier theoretisch noch die Einheiten benennen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn ihr Kommentare habt, in die Kommentare damit. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren. Gerne auch bei Facebook, Twitter, Google+ und wer auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.